So, weiter geht's. Stand da gerade. Ach, ich keine Ahnung. Ich habe gerade Drockelbecher gelesen. Das hat was mit Ätna zu tun. Wir haben jetzt einen Schwamm. Luftballons, das Zeug. Okay. Wir hatten vorhin noch eine Info. Kurz, Moment. So, wir haben mit Wenzel geredet. Nächster Plan ist, Wenzel überzeugen, nicht länger zu blockieren. Und einen Kaffee müssen wir auch noch brauen. Wir gehen mal in die Gasse. Irgendwie hat mein Spiel ein kleines Bäckchen. Gut, dann reden wir mal mit dir, Hanek. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Das haben wir schon. Wegen den Schlüsseln. Bis bald. Gut, hab. Rufus. Genau. Gut, gehen wir mal da rein. In eine Kneipe. Müsste es doch Kaffee geben. Kuckuck. Wir reden mal mit Lonzo. Du, Lonzo. Ja. Oh ja. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein. Warte noch, ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espressomaschine, aber nicht irgendeine Espressomaschine. Dies ist die Mutter aller Espressomaschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja. Sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben Sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Oh mein Gott, das kann das werden. Aber ich freue mich drauf. Cool. Okay, wir haben jetzt die Ingredienzien, die wir brauchen für diesen super Kaffee. Finde ich supi. Und jetzt müssen wir sie nur noch finden. Hey, cool. Hast du eine Präsentation? Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Nein, ich fand das super. Nimm mal mit. Hast du toll gemacht. So, jetzt haben wir den Vorhang. Jetzt gucken wir uns hier noch ein paar Sachen an. Guck mal hier. Und da kommt wohl das Pulver rein. So, machen wir den Schieber schon mal auf. Und Der hier. ist dann wohl für das Wasser. Jawohl, machen wir auch schon mal auf. Vorbereitung ist alles und das. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Nein. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Die füllen wir relativ schnell. Subi. Lonzo, willst du uns noch was sagen? Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espressomaschine. Alles klar. Finde ich gut. Nee, wegen des Pulvers. Wegen des Pulvers. Schieß los.
Schwarzes Pulver? Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Ja. Okay, Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Hinweise über Hinweise. Heiße Bohnen. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja. So, klar. Ich schaff das schon. Kein Problem. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Mir auch. Pulver wegen des Wassers. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Wegen des Wassers. Lass laufen. Ew. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Oh, ist er faul. Okay, blendend. Kriegen wir alles hin. Belebend, energiereich, klares Wasser. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Boah. Okay, kriegen wir schon hin? Ich schaff das schon. Beeil dich. Ja. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Bist schon niedlich. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Sehr gut. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Nein. Das schafft er schon sehr gut. Okay. Also, ich fasse zusammen. Batterie. Schwarzpulver haben wir gehört. Also eigentlich nicht, aber... Und irgendwas anderes, Belebendes, Aufputschmittel auch noch. Das ist ja Gizmo. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ach geil, okay. Da kriegen wir doch bestimmt das Aufputschmittel her. Aber wir müssen erstmal Hanek fragen, wegen den Batterien. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Rufus, immer noch. Das haben wir dann. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Ja. Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Mhm. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja. Bis bald. Rufus. Rufus. Genau. So, Lille. Kennt ihr das, wenn man so eine Batterie nimmt und also die Zunge zwischen rein nimmt, dann bitzelt das auch so. Das ist vielleicht eine Sache, die muss man nicht machen. Hi, hast du noch was zu sagen? Ich habe Hunger. Du kriegst was zu essen. Einen Schwamm. Will Polly einen
wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Daneben nicht. Na gut. Zudenken. Kann man nicht zudenken. Will Polly einen... Dann halt nicht. Hanek, Decke gefällig? Ach, witzig. Ich habe genau so ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Nö. Das wäre ja auch schön dämlich. Jo. Die Teile findet man doch überall. Zum Beispiel klaut man sie sich einfach. Wir klauen uns einfach alles. Wir gehen da jetzt rein. Ich bin mega neugierig. So. Ach, guck einer an. Und fällt mir gar nicht auf. Hier. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Ups. Okay, nehmen wir mit. Hab ein bisschen Angst. Rufus mit so Sachen. So, was noch? Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Mhm, nimm auch mit. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ein Bäumchen. Es ist der letzte Baum hier. Oh. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Rufus, am besten gehst du ganz weit weg von diesem Baum. Nee, Spaß. Okay, was kann man hier noch machen? Ach. Yay, sehr gut. So, und jetzt? Kaputt. Na gut, nee, also können wir mehr von denen herstellen? Ja, geht sehr gut. Und noch einen, vielleicht? Einer reicht vorerst. Schade. Kannst du den selber nehmen? Geht nicht, schade. So, können wir noch hier irgendwas mitnehmen? Da können wir nichts mehr mitnehmen, Bäumchen auch nicht. Da ist der Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Na gut. Können wir es aufbrechen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja klar, hat ja bei Toni auch schon so gut geklappt. Nö. Aufbohren. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Nee, klappt auch nicht. Gut, ich habe das mal vorgespult. Sorry. So, was können wir hier noch machen? Blö. Lachgas. Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Ach. Ah, guck mal hier. Jetzt, was ist das? Handschellen. Polizei-Gizmo. Da ist ein Dietrich. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Tja, falsche Seite, mein Freund. Okay, Zellengitter. Aufmachen. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Nö, das funktioniert leider nicht. Okay, aufbohren. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Das wird auch nicht funktionieren. Verdammt! Ja. Mit dem richtigen Werkzeug. Was ist... Oh, guck mal da. Halt. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was ist das? Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Mhm. Gut. Ich habe jetzt eine Fußfessel. Okay. Kann ich die mitnehmen? Das ergibt keinen Sinn. Okay, die könnte ich rein theoretisch, kann ich die an den Baum tun. Da besteht keine Fluchtgefahr. Nicht daran? Vielleicht? Da besteht keine Fluchtgefahr. Alles klar. So, da oben. Da besteht keine Fluchtgefahr. Handschellen in einer Waagschale, die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Okay. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Krabbel doch da auf den Tisch und dann, zack, hast du es. Aber dann halt nicht. So, machen wir mal weiter. Zack. Ah ne, da waren wir ja schon. Einmal runter und nochmal runter. Runter. So, was haben wir denn jetzt? Oh, guck mal, da ragt wieder was raus. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das ist ein Feuerlöcher. Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Aha. Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Doof. Okay,
Was haben wir noch? Asbesthandschuhe. Asbesthandschuhe? Gizmo ist so ein Weichei. Du bist doof. So, holen wir das mal. Der größte Jammerlappen. Huch. Da ist ein Loch in der Plattform. Okay. Können wir vielleicht in das Loch die Fußfessel reinlegen? Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Ach, müssen wir da tatsächlich was... Ja klar, sonst wäre da keine Aussparung. Okay. Das können wir ja nicht bewegen. Warte mal kurz. Da sind diese Gitter. Die sind offen und jetzt sind sie wieder zu. Was passiert, wenn ich das hier reinlege vielleicht? So, und jetzt mache ich es hoch. Strike. Sehr geil. Und jetzt habe ich die Handschellen hier unten. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Nimm mal mit. Sehr gut. Wir haben jetzt wieder einen Haufen Zeug. Tja. Okay, machen wir einfach weiter. So, das kann ich das da vielleicht. Nee, kann ich ja nicht. Es ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. So, aber ich will jetzt mal diese Feuerleiter ausprobieren. Die muss ja irgendwo hinführen. So, habe ich noch was zu tun hier? Nein. Gut, dann gehen wir mal die Feuerleiter runter. Mal gucken, wo wir da rauskommen.